Das, liebe Schwestern und Brüder, ist eine gute Frage der Jünger mitten in unserem Evangelium heute. Warum redest du in Gleichnissen? Das muss man ja immer erklären. Dazu braucht man ja immer eine Predigt. Geht es nicht auch ohne? Sag doch gerade heraus, was Sache ist. Warum diese Gleichniserzählungen? So berechtigt diese Frage ist, umso überraschender ist die Antwort, die Jesus gibt. Ich rede zu ihnen in Gleichnissen, das heißt zur Masse, zur Menge, die da zusammengelaufen ist, damit sie nicht verstehen. Was ist das jetzt? Dazu ist Jesus gekommen, dass die Masse ihn nicht versteht. Ich will Ihnen erzählen, wie die modern angehauchte Exegese das erklärt. Die haben sozusagen die Hintertür gefunden, um aus diesem Schlamassel herauszukommen. Sie sagen vollkommen klar: Jesus hat natürlich so gesprochen, dass ihn jeder versteht. Aber dann später, als die Gemeinde das Evangelium aufgeschrieben hat, die haben sich dann für was Besseres gehalten, die fanden sich eine Elite und haben sozusagen einen Zaun darum gebaut. So, also der nette, liebe Jesus, der so redet, dass ihn alle verstehen, der ist dem Evangelium sozusagen von der Gemeinde, von der späteren Gemeinde, die sich für was Besseres hielten, eingezäunt worden. Das kann man so sehen, ist aber eigentlich ein billiger Trick. Wir können immer davon ausgehen, immer wo solche Ausreden auch in hochgescheiten Kommentaren stehen, ist es in der Regel ein Trick, um sich der Schwierigkeit der Worte Jesu zu entziehen. Denn es sollte kein Zweifel herrschen. Manchmal haben wir Schwierigkeiten mit dem Wort Jesu, so auch mit diesem. Warum nehmen wir nicht einfach einmal an und glauben dem Evangelium, dass Jesus das gesagt hat? Also was will er denn dann? Was will er damit, wenn er sagt, ja, sie sollen nicht verstehen? Von wem spricht Jesus? Und in welcher Situation ist Jesus? Es ist wichtig, das anzuschauen, sehr konkret anzuschauen, damit wir ihm folgen können. Damit wir verstehen, warum er das sagt. Jesus sammelt Jünger um sich. Aber überall da, wo er auftaucht, aufgrund seiner Lehre, aufgrund der Wunder, die er wirkt, sammeln sich Menschenmassen an. Soll er die alle mitnehmen? Ist doch super, ist doch ein toller Erfolg. Nichts gegen zu sagen. Also dann zieht er irgendwann mit Zehntausenden nach Jerusalem und zeigt denen mal, wo der Hammer hängt. Aber genau das will ja Jesus nicht. Genauso wie Gott, den Jesus seinen Vater nennt, ein Volk, ein Mini-Mini-Mini-Volk, irgendwo im Nahen Osten, Israel genannt, zum exemplarischen Volk für alle Völker der Erde macht, wie es ist, wenn man mit Gott zu tun bekommt. So sammelt Jesus 12 Apostel und 72 andere Jünger, wie die Evangelisten sagen. Die will er unterrichten. Von denen will er, dass sie brennen. Von denen will er, dass sie ihn verstehen. Und zunächst reicht ihm das. Und wir wissen, dass es gereicht hat. Selbst als sie in der letzten Stunde, wo sie alle Mann schwach wurden, weggelaufen sind. Sie kommen zurück, weil das Feuer in ihnen durch die Kreuzigung Jesu nicht ausgetreten ist, sondern im Gegenteil, durch die Erfahrung von Ostern, durch die Erscheinungen des Auferstandenen, wird diese Glut neu angefacht und sie brennen lichterloh für diesen Jesus Christus. Manchmal, es ist schwer, einen Seufzer an dieser Stelle zu unterdrücken, liebe Schwestern und Brüder. Manchmal frage ich mich, warum wir heute so wenig vom Evangelium lernen. Warum wir nicht einfach mal hineinschauen und lesen, was Jesus meint und was er sagt. Und warum wir nicht einfach lernen,
Egal, wo wir hingehen, in welches Büro, es muss nicht Trier sein, es kann auch in andere Bistumshauptstädte sein, hören wir im Moment das große Schlagwort, das überhaupt nicht mehr wegzudiskutieren, niedrigschwellige Angebote. Wir müssen doch endlich wieder die Masse erreichen. Die fehlt uns doch. Hier sind immer noch Bänke frei. Also, keine anspruchsvollen Predigten, keine anspruchsvollen Angebote, sondern so, dass es jeder verstehen kann. Und da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann demnächst hier die Bänke raus sind und eine große Tafel steht und es gibt Schnitzel. Das versteht jeder. Aber die Frage ist, ob Jesus das will. Und die Frage ist, ob nicht das Gebot der Stunde heute wäre, dass wir, die wir hier sind, die wir uns zu Jesus zugehörig fühlen, die wir sagen, ja, ich will ihm nachfolgen, so oder so. Ich will das Evangelium leben, dass wir uns entfachen lassen. Das würde genügen. Das strahlt aus nach außen. Nicht die permanente Absenkung des Niveaus, die richtet nichts aus, denn wir werden verwechselbar. Schnitzel können andere besser machen. Dazu braucht es keine Kirche. Ich nehme ein extremes Beispiel, aber kleinere Dinge als ein Schnitzel gibt es inzwischen schon in den Kirchen und man meint, man hätte den Vogel abgeschossen. Liebe Schwestern und Brüder, was es braucht, sind wenige, die vom Evangelium überzeugt sind. Es braucht wenige, die sich vom Evangelium anstecken lassen. Das ist das, was Jesus in der ersten Stunde seiner Verkündigung tut. Keine Massenbewegung, im Gegenteil. Wenige, um sich zu sammeln, die verstehen, was es heißt, das Evangelium zu leben. Und sie sind nicht alle gleich. Das Beispiel vom Acker, so sagt es Jesus, nur ein Teil fällt auf fruchtbaren Boden. Und selbst dort bringt es unterschiedliche Frucht. 30, 60, 100-fach. Das muss uns also gar nicht bekümmern. Wir müssen endlich diese Nummern und Zahlen und Rechnungen aus dem Kopf bekommen. Dann sind es eben 30, aber es ist eine 30-fache Frucht. Besser als nichts. Was wir tun müssen, liebe Schwestern und Brüder, ist, dass wir unser Herz öffnen und zum fruchtbaren Acker werden, damit wir verstehen. Gleichnisse verstehen immer nur Gleichgesinnte. Die wissen, das Evangelium ist mein Leben. Es gibt nichts anderes. Es gibt kein anderes Leben. Es gibt keine andere zweite Rechnung, die wir aufmachen müssen. Keine zweite andere Karte, auf die wir setzen müssen. Es gibt nur diesen Weg. Und diesem Weg bin ich verpflichtet seit der Taufe. Und diesem Weg bleibe ich trotz aller Schwierigkeiten treu. Ein Acker muss manchmal aufgebrochen werden. Manchmal kommt ein harter Pflug dadurch, damit ein Acker wieder fruchtbar ist. Manchmal ist der eigene Acker eine Betonkiste. Dann muss da etwas geschehen, damit es wieder fruchtbares Land wird. Oder es ist zugewildert. Auch dann muss man Hand anlegen. Liebe Schwestern und Brüder, was wir tun müssen, ist ganz einfach. Wir müssen das Evangelium ernst nehmen und so gut wir können, es zu leben versuchen. Das strahlt genug aus. Ich gebe zu, das fällt nicht immer leicht und es ist anspruchsvoll, aber immer ansteckend.